Wir haben in Deutschland ein Müllproblem. 2018 gab es laut Bundesumweltamt 18,9 Millionen Tonnen Verpackungsmüll. Tendenz steigend. Das sind 227 Kilogramm pro Kopf im Jahr. Das ist für jeden von uns mehr als ein halbes Kilo Plastikmüll am Tag. Es fällt zwar nur die Hälfte wirklich auf den Endverbraucher oder die Endverbraucherin zurück, trotzdem muss dringend etwas unternommen werden. Allerdings ist das nicht so einfach, denn in vielen Bereichen in unserem Leben brauchen wir Verpackungen. Heute schauen wir uns mal genauer an, wo wir auf jeden Fall Verpackungen einsparen können, welche innovativen Ideen es gibt, Müll in Zukunft zu vermeiden und wie große Konzerne nachhaltiger werden wollen. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt auf Abonnieren und los geht's! Blaualgen sind eigentlich Bakterien, genauer genommen Cyanobakterien. Sie gehören zu der ältesten Lebensform der Welt. Okay, obviously der Welt, weil, naja, wer weiß, was noch draußen in den Fernen ist, aber zumindest das, was wir kennen. Die Cyanobakterien, die stellen giftige Stoffe her und das Problem, bei hoher Wassertemperatur verbreiten sie sich stark und das kann dann so gefährlich werden, dass das Trinken, aber auch der Verzehr von zum Beispiel Fischen oder Muscheln aus dem Wasser tödlich sein kann. Aber erstmal keine Sorge, wenn sie nicht krass ausgebreitet sind, ist das Risiko eigentlich relativ gering. Genau diese giftigen Blaualgen könnten aber auch die Lösung für ein anderes Problem sein, und zwar unseren Plastikmüll. Es gibt in der EU die Plastiksteuer. Die wird jetzt eingeführt. Ab Januar muss Deutschland dann für jedes Kilo Plastikverpackungsmüll, das nicht recycelt wird, 80 Cent zahlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Waschmittelverpackung, die ihr selbstverständlich in die gelbe Tonne werft, verbrannt wird und nicht recycelt, die liegt gerade bei ca. 70%. Das ist definitiv noch ausbaufähig, denn beim Verbrennen entstehen CO2 und halt auch giftige Stoffe, die aus der Luft gefiltert werden müssen. Die schlechte Recyclingquote, die liegt unter anderem daran, dass vor allem nur sortenreines Plastik wiederverwertet werden kann. Das heißt, dass so ein Joghurtbecher, wo noch so ein Aludeckel dran ist, nicht recycelt wird. Was einfach krass ist. Aber es ist anscheinend sehr schwierig, das zu machen. Gut funktioniert Recycling bei PET-Verpackungen. Grundsätzlich wird hier aus 95% des Mülls wieder PET. Aus dem recycelten Stoff dürfen zwar keine Lebensmittelverpackungen hergestellt werden, dafür aber andere Gegenstände wie Zelte oder Regenjacken und sowas. Recycling ist ja schön und gut, das Problem ist nur, wir recyceln halt zu wenig und dann produzieren oft einfach nur Plastik. Und der Grund dafür ist der Preis. Denn Plastik ist immer noch viel zu günstig und wird deshalb häufig nicht nachhaltig verwertet. Rechnet man das Ganze mal durch, dann kostet Deutschland diese Plastikabgabe jährlich voraussichtlich zwischen 1,4 und 2 Milliarden Euro. Nur mal zum Vergleich, das ist ungefähr so viel, wie Griechenland 2019 als Beitrag für die EU gezahlt hat. Deutschland ist auch trauriger Spitzenreiter des Verpackungsmülls. In der EU lag der Durchschnitt bei 173 Kilo pro Kopf. Die Deutschen, die verbrauchen pro Person ca. ein Drittel mehr. Grundsätzlich hat der Anstieg des Verpackungsmülls aber auch etwas mit unseren Lebensbedingungen zu tun. Und zwar vor allem, dass der Anteil der Ein- und Zwei-Personen-Haushalte in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Zum Vergleich, im Jahr 2019 gab es rund 17,5 Millionen Einzelpersonenhaushalte in Deutschland. Das sind knapp 4 Millionen mehr als noch im Jahr 2000. Wahrscheinlich haben wir einfach deutlich mehr Singles in letzter Zeit. Ist da was bei Parship nicht okay? Dementsprechend verändert sich dann natürlich auch das Konsumverhalten. Es werden kleinere Größen oder vorportionierte Gerichte gekauft. Ein weiterer großer Faktor ist auch der Versandhandel, der in den letzten Jahren ja besonders in Zeiten von Corona einfach krass angestiegen ist. So hat sich der Verbrauch von Papierverpackungen im sogenannten Distanzversand von 1996 bis 2017 einfach mal um 607% erhöht. Das Gute ist, auch Verpackungen können weitergedacht werden. Die beste Möglichkeit, heute schon Verpackungen zu produzieren, die möglichst umweltfreundlich sind, ist eine Kombination aus nachhaltigen und recycelten Materialien, die dann aber auch so sparsam wie möglich eingesetzt werden. Am besten wäre aber einfach eine Alternative, die wir genauso nutzen können wie Plastik, ohne dabei viel Müll zu produzieren. Und da kommen jetzt die Blaualgen ins Spiel. Diese Blaualgen oder Cyanobakterien, die enthalten das natürliche Makromolekül Polyhydroxybutyrat, kurz PHB, das als biogener Kunststoff genutzt werden kann. Dieser Biokunststoff wäre dann möglicherweise sogar klimaneutral, weil diese Cyanobakterien ja mit Hilfe von Sonnenlicht CO2 aus der Luft ziehen und daraus in mehreren Zwischenschritten das Biopolymer herstellen. Auch in Sachen Abbaubarkeit wäre dieses Plastik eine bessere Alternative. Das soll sich mit speziellen Bakterien, Pilzen und Algen im Meerwasser innerhalb von 15 Wochen und in einer Kompostieranlage sogar innerhalb von 2 Wochen zersetzen können. Gerade untersuchen Forschende der Universität Tübingen die Produktion dieses Kunststoffs, aber ein Haken hat die Sache. Unter natürlichen Bedingungen produziert die Blaualge zu wenig PHB für die industrielle Nutzung.
so eine Lösung gefunden und der Prozess optimiert ist, wird es wohl noch ein paar Jahre dauern. Es wirkt tatsächlich so, als würde uns die Natur alle Mittel zur Verfügung stellen, um das Plastikproblem zu lösen. In Spanien hat eine Biologin zufällig plastikfressende Larven entdeckt. Die Larven der sogenannten Wachsmotte wurden nämlich in einem Bienenstock gefunden. Daraufhin hat die Hobbyimkerin sie in so eine Plastiktüte geworfen und nach kurzer Zeit dann hatte die Tüte plötzlich Löcher. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass rund 100 von diesen Larven in 12 Stunden ca. 92 Milligramm in so einer normalen Plastiktüte aus Polyethylen fressen können. Die Forscherin vermutet, dass die Raupe ein Molekül oder Enzym produziert, das das Plastik zersetzt und sie versuchen, dieses zu isolieren. Über so ein plastikfressendes Enzym habe ich ja schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch jetzt in der Videobeschreibung, aber erstmal hier weiter im Text. In den USA wird schon seit Jahren an einer Plastikalternative gearbeitet, die aus Milch produziert wird. Ein Bestandteil von Milch ist nämlich Casein und das kommt natürlich vor, ist nach der Verarbeitung durchsichtig, essbar und auch biologisch abbaubar. In Zukunft könnte man so zum Beispiel kleinere Einzelportionen wie bei Ketchup oder Kaffeepulver durch so eine Casein-Verpackung ersetzen und damit unnötigen Müll vermeiden. So ganz ausgereift ist das Konzept allerdings noch nicht. Im Moment müssen diese kleinen Casein-Behälter selbst noch in größere Papp- oder Plastikverpackungen aufbewahrt werden, weil sie halt noch zu empfindlich sind und beim Transport und der Lagerung beschädigt werden könnten. Es geht aber noch verrückter. Eines der gefährlichsten, aber gleichzeitig fast unsichtbarsten Verpackungsmaterialien ist Styropor. Das wird aus Polystyrol hergestellt, ist nur schwer abbaubar und verunreinigt durch seine porösen Strukturen nicht nur das Meer, sondern auch Organismen, die darin leben, für sehr, sehr lange Zeit. Eine Firma aus New York, die will in Zukunft Styropor und Schaumstoff durch Pilze ersetzen. Der Pilzbestandteil Mycel kann nämlich in bestimmten Formen gezüchtet werden und kann so verdammt vielseitig eingesetzt werden. Die Firma stellt so nicht nur Verpackungen her, sondern auch Blumentöpfe oder halt auch Lampen. Dieser Mycel-Biokunststoff ist nachhaltig und so verlässlich, dass schon jetzt große Tech-Unternehmen wie Dell davon Gebrauch machen. Also in Zukunft erwarten uns auf jeden Fall auf dem Gebiet viele neue Erfindungen. Was es jetzt schon gibt, ist zum Beispiel Bioplastik aus Maisstärke. Hier ist dann zwar die Herstellung umweltfreundlicher, allerdings ist das Bioplastik nicht biologisch abbaubar. Aber auch Kunststoffe, die als biologisch abbaubar klassifiziert werden, können halt oft nicht kompostiert werden. Und ein Problem, wo mich ein Professor neulich darauf aufmerksam gemacht hat, dieser ganze Mais, der für so einen Bio-Kunststoff dann gebraucht wird, der muss ja auch irgendwo hergestellt werden. Und schon jetzt roden wir Wälder ab, um irgendwie für die Landwirtschaft Dinge anzubauen oder für die Viehzucht. Und dann ist das vielleicht doch nicht so der smarteste Schritt. Das Ziel muss hier also sein, Verpackungen weiterzudenken und nachhaltiger und ressourcensparender zu machen. Das deutsche Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck hat hierzu eine Initiative namens Smash Packaging gestartet. Allein in der Sparte Life Science, wo Produkte für Biotech- und Pharmaunternehmen hergestellt werden, müssen täglich 30.000 Pakete mit teils aufwendiger Verpackung verschickt werden. Um das möglichst nachhaltig zu tun, versucht man zum einen die Verpackungsmenge zu reduzieren, um weniger Müll zu erzeugen, aber auch nachhaltiger zu werden. Das heißt zum Beispiel, dass man einen möglichst hohen Anteil der Verpackungsmaterialien wiederverwendet und recycelt oder eben versucht, nachhaltiges Plastik zu verwenden. Außerdem wurden so Antikörper produziert, die nicht wie sonst gekühlt werden müssen, sondern bei Zimmertemperatur genutzt werden können. Dadurch wird das Versenden vereinfacht und der Einfluss auf die Umwelt auch verringert. An der Stelle auch vielen Dank an Merck, die zum einen das gemacht haben, aber halt auch dieses Video und den Kanal supportet haben. Und falls ihr mehr über die Ziele von Mercks Smash Packaging erfahren wollt, schaut doch mal auf ihrer Website bei den sogenannten Sustainables vorbei. Da haben sie zum Thema Nachhaltigkeit und Versorgung sogar so ein Spiel entwickelt, was ganz witzig ist. Ihr könnt dabei durch geschicktes Hin- und Herschieben von Paketen selbst die Verpackungsmenge reduzieren. Den Link zum Spiel, den habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Also lasst gerne ein Abo da und schreibt mal eure Gedanken zu dem Thema. Wir sehen uns wieder Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin, euer Jakob.